Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Eichach im Feuerhaus zu unserem Online-Vortrag Stadt, Land, Guss von der Idee zum Stadtmodell. Ein Vortrag, den wir eigentlich im Mai schon hätten halten wollen, ganz analog, damals für den Heimatverein Eichach. Hallo Wolfgang Brandner, der Vorsitzende vom Heimatverein Eichach. Ich weiß, du sitzt sicherlich jetzt vor dem PC. Sei gegrüßt, mit dir auch die anderen Mitglieder der Vorstandschaft und vom Heimatverein. Uns hat dann ein Glück ereilt. Die Volkshochschule Eichach-Friedberg hat uns angeboten, den Vortrag in diesem Online-Format zu machen. Wir grüßen an der Stelle auch die Susanne Griebel und den Carsten Lentke, die das für uns eingefädelt haben. Ja, wir sind hier an nicht dem geringsten der Plätze, die wir in Eichach finden können. Wir sind in der Bayerischen Landesausstellung 2020 live mittendrin im Feuerhaus. Also hier ist ein Teil der Bayerischen Landesausstellung zu sehen, ein Teil, in dem es unter anderem um das Stadtmodell geht, das wir euch im Lauf der nächsten Dreiviertelstunde etwa vorstellen. Ganz genau. Ja, Stadtmodelle kennt der eine oder andere von einem Besuch in verschiedenen Städten. Da stehen die rum, gegossen aus Bronze. Man kann sich gut orientieren, wie die Stadt entstanden ist in Geschichte, Gegenwart. Aus dieser Vogelperspektive erkennt man dann oft auch, wie so eine Stadt gewachsen ist. Das sind ja Strukturen, die reichen ja zurück bis ins Mittelalter. Und viele Dinge, die man im Alltag eigentlich nicht wahrnehmen kann, sind auf dem Modell halt doch zu erkennen, wo ist der Kern von der Siedlung, wo ist vielleicht die Stadtmauer gegangen, wo sind die wichtigen infrastrukturellen Orte, Rathaus, Stadtpfarrkirche, Spital und so weiter, zueinander und in sich angesiedelt. Es gibt natürlich auch historische Stadtmodelle, wie zum Beispiel in den ehemaligen bayerischen Rentamtsstädten. In Landshut, München natürlich. Dann haben wir auch die Universitätsstadt Ingolstadt. Und Burghausen. Und Straubing. Straubing, da kommt der Gerhard Lehrberger her. Und der Gerhard Lehrberger, der hat eigentlich diesen ganzen Stein mit unserem Stadtmodell ins Rollen gebracht. Steine ins Rollen bringen kann der Gerhard Lehrberger. Guter Tipp, weil er nämlich Geologe ist. Genau, Geologe an der TU München. Und er hat eigentlich alle Fäden im Hintergrund gesponnen. Und er hat die verschiedenen Institutionen in ein Boot geholt. Wer war jetzt alles nochmal dabei bei diesem Projekt? Der Rotary Club, die Lions, dann haben wir das Haus der Bayerischen Geschichte natürlich mit an Bord. Und nicht zu vergessen auch die Stadtsparkasse und die Stadtverwaltung Eichach, auch mit den verschiedensten Mitarbeitern. Und wenn viele an einem Strang ziehen, kann natürlich auch Gutes entstehen. Jetzt haben wir eben gesagt, gut, die Bayerische Landesausstellung kommt nach Eichach, wir machen ein Stadtmodell voller Euphorie. Und plötzlich kam dann die Überlegung, ja, wie groß soll es werden? Und welche Zeit soll es darstellen? Na gut, da haben wir uns erstmal gedacht, toll wäre es, wenn ja die Landesausstellung... Genau, Mittelalter, die Landesausstellung Wittelsbacher Gründerstätte, also nehmen wir das Mittelalter. Was haben wir denn in Eichach vom Mittelalter? Eigentlich nicht so viel. Nicht so viel, dass es reicht, um ein Stadtmodell zu machen. Wir haben keine Karten, wir haben wenig Bilder, Fotografien gab es damals noch nicht, also müssen wir uns eine andere Zeit aussuchen. Gegenwart, super ganz Idee, einfach. Da haben wir die Daten vom Vermessungsamt. Aber ein bisschen kritisch, weil nämlich die Daten wären ja eigentlich schon morgen schon wieder veraltet. Also das Stadtmodell wäre schon gleich morgen wieder von gestern. Ja, das stimmt. Außerdem haben wir das Problem, wo wir die Grenze setzen. Nehmen wir nur die Innenstadt oder nehmen wir die historischen Vorstädte mit dazu? Was machen wir mit der Siedlungsentwicklung des 20. Jahrhunderts? Schneiden wir die einfach weg mit den eingemeindeten Ortsteilen der 1970er Jahre? Na, die Gegenwart? Scheidet aus. Also wir gehen in die Vergangenheit. Ja. Welches Jahr? Puh. Ja, also gut, was wir brauchen, sind Quellen. Genau. Ohne geschichtliche Quellen wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen. Irgendein Material, irgendein Grundstock brauchen wir. Da hätte ich gesagt... Ist mir gerade was kommen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt. Schauen wir mal, was... Du hast Quellen mitgebracht. Ja, ich habe nämlich Quellen mitgebracht. Ah, ja, das...
Und zwar, das hilft uns natürlich weiter. Schauen wir doch uns einfach mal an, was die frühesten Bilder von der Stadt Aichach sind. Ja, stimmt. Also ich habe schon fast gedacht, du bringst uns das Donauer-Gemälde aus dem Antiquarium der Residenz. Das wäre ein bisschen groß gewesen. Ja, aber das gibt es im Landesausstellungsort in Friedberg in einer ganz tollen Variante zu sehen. Fahrt unbedingt dorthin. Für alle, die jetzt aber gleich mal noch in Aichach bleiben, wir haben jetzt hier eine Ansicht von einem gewissen Wening. Da gibt es viele Orte in Bayern in Kupfer gestochen. Da kann man natürlich schon relativ viel erkennen. Wir sehen die Gräben und die Stadtmauer vor der Stadt. Wir sehen die obere Vorstadt mit der Helena-Kapelle, die seit 200 Jahren keine Kapelle mehr ist. Wir sehen die Stadtpfarrkirche, das obere Tor. Wir sehen auch das Rathaus mit einem Rathausturm. Also eine Ansicht, die uns schon einigermaßen Einblick gibt in dieses historische Aichach. Ja gut, aber wir haben halt nur die eine Seite von Südwesten. Da können wir kein Stadtmodell draus machen. Eigentlich nicht. Außerdem heißt es, die sind ein bisschen geschönt worden. Ja. Wobei kann man nicht vorstellen, dass man bei Aichach viel schöner muss. Aichach ist sehr schön, aber du hast recht, mit dieser einen Ansicht von der Seite, da kriegen wir noch kein dreidimensionales Modell zusammen. Nee. Ein bisschen dreidimensionaler haben wir nichts, so aus der frühen Zeit, 18. Jahrhundert vielleicht. Lass mich mal schnell schauen. Jetzt, okay. Ah, genau. Du bringst... Ja, genau, natürlich habe ich den auch dabei. Den Stich von Gruber. Ja, ein bisschen unbeholfener, aber er wählt seine Perspektive von weiter oben und wir sehen ein bisschen mehr in die Stadt rein. Die Häuser etwas dreidimensionaler und viele wichtige Institutionen von Aichach, zum Beispiel hier in der unteren Vorstadt mit der Schießhütte und am Schinder oder hier auch der Friedhof, sind sehr gut zu erkennen. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist fast ein bisschen kubistisch. Also das wäre jetzt... Es reicht wieder nicht. Es nutzt nichts. Ins 18. Jahrhundert können wir unser Stadtmodell eigentlich auch nicht legen. Wir müssen weiter in die Gegenwart gehen. Wir haben auch aus dem 19. Jahrhundert eine Reihe von schönen Quellen und Ansichten. Im 19. Jahrhundert geht es ja auch allmählich los mit der Fotografie. Aber so richtig... Fassbar haben wir noch nichts. Also, wir brauchen eigentlich so einen richtigen Glücksfall. Ja? Einen Volltreffer. Ja. Haben wir da was? Stünden wir heute hier, wenn wir das nicht hätten? Natürlich haben wir einen Glücksfall im Petto. Und der zwar? Glücksfall spielt im Jahr? 1914. Was war da? Da kam der König nach Aichach. Und zwar König Ludwig III. Mit seiner Frau und seinen Töchtern. Warum kam der dann nach Aichach? Ja, gute Frage. Ich kann es beantworten. König Ludwig III. Wollte einerseits gern natürlich seine Städte anschauen, aber in dem Jahr 1914, da war es ungefähr 800 Jahre her, dass die Burg Oberwittelsbach oder die Burg Wittelsbach zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Das heißt, es gab eine 800-Jahr-Feier Burg Wittelsbach. Gleichzeitig hat auch noch die königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Aichach ihr 500-jähriges Jubiläum gefeiert. Dann hat man den König eingeladen, der König kam, der letzte regierende Wittelsbacher, König Ludwig III. Kam nach Aichach und zwar Königsbesuch. Also da müssen sich ja die Aichacher schon richtig, die waren ganz schön nervös, oder? Zumindest haben sie sich gut vorbereitet. Ja, ich glaube nämlich auch. Und diese Vorbereitungen, die hat man auf Papier festgehalten und da ist für uns ganz schön viel vorhanden. Was haben wir denn? Aber davor... Das sind doch bestimmt irgendwelche Boten vom Königspaar nach Aichach gekommen und haben sich das erstmal angeschaut. Also Königs machen natürlich so einen Besuch nie unvorbereitet. Jetzt hole ich mal schnell was her. Sehr gut. Und zwar, wir haben hier ein Fotoalbum. Man hat den königlichen Hoffotografen, das Atelier Jäger und Görgen im Frühjahr 1914 nach Aichach geschickt, um mal ein paar Aufnahmen zu machen, damit sich das königliche Paar ein Bild von Aichach Bild machen kann. Da haben wir eine wunderschöne Schrift, Aichach, Wittelsbach, 28. Mai 1914. Und da sind ganz viele tolle Aufnahmen drinnen, wie zum Beispiel hier die erste. Das sieht also einfach schon eine Reihe von Häusern hier im Jahr 1914 gestochen scharf. Und jetzt natürlich die Quizfrage an alle, die Aichach kennen und lieben. Was ist hier dargestellt? Wer es weiß, kennt es und darf gerne seine Antwort in den Chat schreiben.
Wir verraten einstweilen nicht, dass es sich hier um die untere Vorstadt handelt. Und die Neubauer Kreuzung, oder? Ja, genau, die berühmte Neubauer Kreuzung. Ich hoffe, dass es niemand gehört hat. Ihr könnt eure Antworten immer noch in den Chat schreiben. Am Chat sitzt im Übrigen der Stefan Hörtensteiner, der kontrolliert alles. Und wenn jemand schreibt, übermittelt er uns die Antwort. Und wir versuchen natürlich sofort, die Antworten zu beantworten. Live im Feuerhaus zu beantworten. Ja, also das königliche Paar hat, hier haben wir den Namen, Marie-Therese. Für die Königin selber natürlich. Hat das Album bekommen, um sich im Vorfeld schon mal Eichach anzuschauen. Wir haben schon die erste Frage, Wir haben oder? Eine Frage. Die erste Antwort. Die erste Antwort. Neubauer Kreuzung. Neubauer Kreuzung, jawohl. 100 genau. Punkte. Ist richtig. Vielen Dank, viele Grüße an den, der uns das geschrieben hat. Wir haben jetzt von diesem Königsbesuch natürlich nicht nur das Fotoalbum, sondern man hat sich noch viel mehr Gedanken in der Vorbereitung gemacht. Ja, weil irgendwie muss man ja die Stadt rausputzen. Es muss ja hergerichtet werden, wenn der König kommt. Und was macht man da am besten? Die Stadt schmücken. Ja, schmücken ist immer schön. Jeder hängt irgendwie, soll irgendeine Fahne hinaushängen und irgendeine Girlande machen, oder? Nee, so war das in Eichach nämlich nicht. Da hat man nämlich den Bürgern extra gesagt, die sollen sie nicht selber schmücken. Man hat nämlich einen Ausschuss ins Leben gerufen. Und zwar hat man extra einen bekannten Dachauer Maler beauftragt, er soll ein Dekorationsprogramm für Eichach entwerfen. Und da haben wir noch sehr tolle Aufrisszeichnungen erhalten. So schauen jetzt hier diese zwei Aktenmappen aus. Zusammen eben mit dem Hermann Stockmann hat der Eichacher Stadtbaumeister Gottlieb Schmid hier einige Mappen angelegt zur 800-Jahr-Feier der Burg Oberwittelsbach, Königsbesuch, Schmückung der Häuser Nummer 1 bis 184, erster Teil 1914. Und wir haben hier drinnen Haus für Haus, Hausnummer für Hausnummer, eine Ansicht. Aber bevor du jetzt da rumblätterst, gehen wir einfach hier an die Wand, weil wir haben ja hier in der Ausstellung alle tollen Quellen auch abgebildet. Und zwar stelle ich mich hier jetzt mal neben das Haus Nummer 49. Genau, also so schauen die Aufrisszeichnungen, die man wirklich 1914 extra für den Königsbesuch gemacht hat, aus Haus Nummer 49, Haus Nummer 49, ja. Stadtplatz. Ich helfe dir weiter. Ah, ja. Das ist der heutige Stadtplatz 10, weil nämlich in den 50er Jahren wurden die ganzen Häuser umnummeriert. Drum. Die Eichacher wieder. Wäre eine Frage für die Eichacher. Weißtest du vielleicht, welches Haus ist es denn? Na ja gut, Stadtplatz 10, das weiß ich natürlich. Da gibt es doch Rauchwaren, oder? Nein, die gibt es nicht mehr. Gab es ganz berühmter Rauch- und Schreibwarenladen in Eichach. Mehr verraten wir nicht, das ist wieder eine Frage für unseren Chat, lösen wir in wenigen Minuten auf. Das Haus gibt es immer noch so, ein typisches Eichacher Bürgerhaus, oder? Ganz genau, ganz typisch. Wir haben hier schön die Fassade abgebildet, wir sehen die Fenster, wir sehen die Fensterbänke, wir sehen die Türen, wir sehen alle architektonischen Elemente dieses Hauses. Also besonders, also es ist eigentlich ein Zustand von 1914, der einfach greifbar wird. Was wir hier für Einzeichnungen haben, diese grünen Einzeichnungen, sind natürlich der Girlandenschmuck. Das ist dieses Dekoprogramm von dem Hermann Stockmann. Genau, der hat zusammen mit dem damaligen Stadtbaumeister Gottlieb Schmid eben dieses Dekorationsprogramm entworfen. Und deswegen ist hier unten auch seine Signatur ins Bild gesetzt. Das heißt, der Schmid hat wirklich 1914 alle diese Hausansichten extra angefertigt. Genau, und dazu hat er natürlich auch geschrieben, eine Girlande 9 Meter lang und wo sie angebracht werden soll. Natürlich, dazu ist ja ganz wichtig, wir müssen das ja auch zuordnen können, haben wir auch immer den Hausbesitzer mit angegeben. Genau, und eben die alte Hausnummer. Genau. Damit man wirklich dann Haus für Haus. Ja. Wir haben abgesehen von diesem Dekoprogramm und den Fotos, die im Vorfeld gemacht worden sind, gibt es natürlich weitere Quellen. Das sind die Fotos, die eigentlich rund um den Königsbesuch angefertigt worden sind. Das sind hier, wir haben die in einem Fotoalbum drin, die sind aber hier vor allem auch an der Wand dargestellt worden. Also wir können euch dieses Album einmal zeigen. Ich klappe es jetzt einfach mal auf. Eine Erinnerung an den 28. Mai 1914.
Und da haben wir ganz detailliert beschrieben. Wir haben zum Beispiel auch das Festprogramm. Ja, die Reden sind, glaube ich, auch alle drinnen. Genau. Und es geht ja in der Detailtreue bis hin zum Speiseplan, oder? Hier haben wir erstmal das Königspaar. Das müssen wir schon mal zeigen. Ja, genau. Für jeden, der sie nicht persönlich kennt. Gut, persönlich kennen kann man sie beide nicht mehr, sind beide schon verstorben. König Ludwig III. Und ihre Majestät Königin Therese. Also wie gesagt, der letzte bayerische König hat regiert bis 1918. Ja, also geht eben der Rest vom Programm geht hin bis zum Speiseplan und eben auch minutiös den Ablauf, wie er am 28. Mai geplant war und wie er stattgefunden hat. Ja, wo waren sie denn überhaupt über alles? Also Oberwittelsbach ist ja klar, da ist die Stammburg gewesen. Ja, da sind sie rausgefahren. Genau, wo waren sie noch? Na gut, bleiben wir doch mal ganz kurz bei Oberwittelsbach. Ah, ja. Wir haben das hier unglaublich schön an der Wand. Alle Besucher der Landesausstellung können das hier dann auch nochmal nachvollziehen. Wir haben hier zum Beispiel eine Aufnahme am Burgplatz, wo König Ludwig III. Das 10. Infanterieregiment abschreitet. Oder auch hier, wie die Majestäten am Burgplatz in Oberwittelsbach eintreffen. Unglaubliche Loserei. Es war alles sehr barzig. Es hat einfach diesen Königsbesuch total verregnet. Alles war schön, nur bis das Wetter nicht. Der König war aber nicht nur am Burgplatz in Oberwittelsbach. Der König hat auch zum Beispiel die Feuerschützengesellschaft besucht. Sehen wir hier das neue Feuerschützenhaus. Geschmückt natürlich wieder mit dem Dekoprogramm von Hermann Stockmann. Oder wir haben auch hier wieder die königliche Equipage durch die Schlossgasse in Eichach fährt. Also eigentlich wirklich einige wunderschöne Aufnahmen zu diesem Königsbesuch. Wer dieses Album Bild für Bild durchschauen möchte, dem empfehle ich einen Link. Auf der Seite vom Haus der Bayerischen Geschichte im Königreich-Portal, da gibt es das Album zum Durchblättern unter www.hdbg.de und dann einfach Königreich und so weiter, findet man dann schon. Aber Christoph, jetzt haben wir einen Haufen Bilder, wir haben einen Haufen Aufrisszeichnungen, aber wie machen wir aus diesen ganzen zweidimensionalen Fotos ein dreidimensionales Stadtmodell? Eigentlich war doch das deine Aufgabe, das zu lösen, dieses Problem. Ja, das war meine Aufgabe. Ich habe nur die Quellen bereitgestellt. Schau mal, was liegt denn da noch für eine tolle Quelle? Was liegt denn da noch? Ein Moment und ein Moment. Weil wie fängt man denn an, ein Stadtmodell zu machen? Wir brauchen natürlich auch irgendeine Karte. Und da haben wir die frühesten Karten haben wir aus dem Jahr 1814 und das ist jetzt eine Karte aus dem Jahr 1906, weil wir wollen ja möglichst nah an unseren Zeitschnitt kommen, 1914. Deswegen hast du drauf, Andi? Passt. Passt, super. Genau, und das ist ein Ortskatasterplan eben aus dem Jahr 1906. Wir sehen schon hier mittig die Altstadt, hier unten die obere Vorstadt und hier oben die untere Vorstadt. Genau. Und irgendwelche roten Einzeichnungen. Ja, gut, dass du fragst, weil nämlich dieser Plan wurde überarbeitet. Das heißt, da sind rote Einzeichnungen gemacht worden, wo geplante Bauvorhaben waren. Okay, aber wenn jetzt da Bauvorhaben geplant ist, das ist ja nicht 1914 dann schon vollendet. Der Plan, der geht ja bis in die 20er Jahre. Woher wissen wir dann im Detail, welches Haus jetzt 1914 schon gestanden ist und welches nicht? Ja, da müssen wir uns jetzt wieder andere Quellen holen. Und zwar haben wir... Fragen wir doch mal den Eichacher Stadtarchivar, den Christoph Lang. Ja. Herr Lang, was haben wir denn da noch im Stadtarchiv liegen? Wir haben diese Baugesuchsbücher. Holst du hier? Ja, ich hol's. Nimm doch gleich das mit, wenn du unterwegs bist. Ein Baugesuchsbuch, wo einfach Jahr für Tag unter laufender Nummer drin steht. Der, was weiß ich, Ferdinand Müller möchte zum Beispiel einen neuen Abort errichten, dann steht es da drin. Und damit können wir natürlich auf den Plan, ist es ja so, da sind ja die Hausnummern sogar mit dabei. Wir können ganz genau bestimmen, was 1914 schon da war und was noch nicht da war und was erst später hinzugekommen ist. Genau. Damit lässt sich eigentlich der Baubestand
für Eichach fürs Jahr 1914 mehr oder weniger komplett rekonstruieren. Das ist natürlich schon was Besonderes. Aber ich meine, das zu rekonstruieren, wie hast du das dann umgesetzt? Also wir sind ja hier vor einem Modell, haben den Schnitt 1914. Irgendwie muss man jetzt ja diese ganzen Informationen sammeln. Da haben wir schon das Stichwort. Wir sammeln erstmal alles, was wir haben. Und dann schauen wir uns natürlich an, welche Häuserchen waren denn damals schon da und welche noch nicht. Aber wir haben ja eigentlich schon was hier vorhanden. Wir können ja schon mal in die Stadt gehen und uns einfach mal angucken, ja, klar. Was haben wir denn noch da. Und dann schauen wir, was müssen wir rausnehmen. Was ist denn ein Neubau? Weil der muss ja auf alle Fälle raus. Wir wollen ja 1914 abbilden. Das heißt, wir gehen jedes Haus für Haus durch und schauen uns an, haben wir eine Aufrisszeichnung? Die Aufrisszeichnungen sind nämlich nur von diesen Strecken gemacht worden, wo der König auch lang gefahren ist. Ja, dann haben wir Fotos, haben wir meistens auch nur von den Teilen, die halt zentral gelegen waren. Dann ist die Frage, wie lösen wir das Problem mit den anderen Daten? Da sammeln wir ganz viele Fotos und auch Luftbilder. Wir haben jetzt erstmals Luftbilder. Okay, also wir sammeln diese ganzen Daten und vergleichen die mit dem, was in der Gegenwart noch da ist. Also das heißt, wir schauen uns die Gegenwart an. Genau. Wir nehmen zum Beispiel dieses Haus Nummer 10. Haus Nummer 49, das am Stadtplatz steht. 10. Damit lösen wir. Hat in der Zwischenzeit Stefan eigentlich jemand beantwortet, was das für ein Haus am Stadtplatz ist? Ja, das Netz hängt ein bisschen. Okay. Und eine hat geschrieben, Rainer Strasser Zilli. Ja, Strasser, genau, das Haus der Zilli Strasser. Die Antwort, die da kam, ist natürlich korrekt. Das Haus, in dem lange Zeit der Laden der Zilli Strasser drin war. Also wir gehen auf den Stadtplatz, zum Stadtplatz 10, schauen uns das Haus an. Und schauen, was alles erstmal vorliegt. Und dann machen wir einen kleinen Ordner und stecken alle Informationen in diesen Ordner rein. Okay. Und diese Daten kriegt dann der 3D-Grafiker und kann sich dann ein besseres Bild von den einzelnen Häuserchen schon mal machen. Das heißt aber, wir nehmen erst einmal das Haus dann vom Jahr 2019, glaube ich, sind die Daten, oder genau. 20, also die Daten der Gegenwart. Ganz genau. Und vergleichen die mit dem Zustand von 1914. Wie viel müssen wir noch verändern, damit wir den Zustand rückformen können? Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel, das fällt mir gerade spontan ein, am oberen Stadtplatz, weiß ich von historischen Aufnahmen, gibt es eine Reihe von Häusern, wo immer ein Erker am Haus ist. Mhm. In Eichach gab es sehr viele Erker. Im Grunde ist das Haus von der Straße ziemlich fast eine Ausnahme, weil es keinen Erker zeigt. Wenn man heute in der Gegenwart durch Eichach geht, fehlen ja viele Erker. Genau, und die muss man natürlich alle ergänzen. Wir müssen diese Veränderungen natürlich wieder rückformen. Das heißt, wir fügen einen Erker jetzt hinzu. Ihr geht Haus für Haus einzeln durch und korrigiert den Zustand von 1914 ins gegenwärtige Modell. Genau, okay. Weil wir haben ja die Vermessungsdaten vom Bayerischen Vermessungsamt und die können wir einfach so bearbeiten und natürlich im digitalen Raum so manipulieren, dass wir einfach diese Gebäude und vor allem die Fassaden rekonstruieren können. Ja, kannst du sowas eigentlich? Ja, ich kann das nicht, aber wir haben den Michael Leibel mit an Bord genommen und der kann sowas. Das ist Warum kann der das? Weil der das beruflich macht. Das ist ein 3D-Grafiker und auch Modellbauer. Okay, ja, das leuchtet mir dann ein. Das heißt, der hat von mir einen Haufen Ordner bekommen, 250 Häuserchen, alle in kleinen Ordner sortiert und so haben wir dann diesen Zustand rekonstruiert. Und das, was wir hier dann, also das heißt, man rekonstruiert das am PC, also ich fasse es nochmal zusammen, ihr nehmt den Zustand der Gegenwart und korrigiert es Haus für Haus im Zustand von 1914 hinein. Genau. Ganz schöne Arbeit. Es war ein Haufen Arbeit. Wir haben jetzt das Ganze aber dann immer nur noch am PC. Also genau. Es ist ja nur kein Modell. Es ist was Digitales, weil wir haben es nicht geschnitzt, sondern wir haben das natürlich in einem 3D-Programm angefertigt. Jetzt heißt natürlich unser Online-Vortrag heute Stadt, Land, Guss.
von der Idee zum Modell. Also Modell, also bei dem, wir sind momentan erst immer in der Grafik. Genau, wir sind in der Grafik, also im dreidimensionalen Raum, der eigentlich nur virtuell existiert. Aber wir haben ja hier sogar was Fassbares da. Und zwar haben wir einfach die Daten nach Friedberg geschickt, zu VoxelChat, und die haben uns das in einen 3D-Druck realisiert. Also, hier ist also dann dieses fertige 3D-Modell. Wir haben ja in Eichach die tolle Situation, dass wir dieses Modell eigentlich in einer doppelten Form bekommen. Wir haben dieses Modell einerseits hier in der Landesausstellung und auf der anderen Seite gibt es dann einen wirklichen Guss. Da wurde ich vorher erst angerufen und ich kann jetzt sogar den Termin nennen vom Guss. Und zwar ist es der 7.7.2020, 10 Uhr, da wird unser Stadtmodell dann auch in Bronze gegossen. Und dann am Stadtplatz aufgestellt. Da sind wir dann bei der Spitalkirche. Wenn wir uns jetzt einmal dieses Modell nochmal anschauen, so wie es hier im Feuerhaus steht. Wir haben also Eichach im Umgriff des Jahres 1914. Wir haben also bei dem Modell die Altstadt mit drin. Wir haben die untere Vorstadt. Die sind historische Vorstädte, auch seit dem Mittelalter nachweisbar, die immer so außen ein bisschen ausfransen, die eben in keiner Stadtmauer drin sind. Deswegen ist es immer schwer, einen Schnitt zu setzen, wo endet die untere, wo endet die obere Vorstadt. Wir haben uns eher dazu entschieden, wir stellen 1914 dar, also auch mit den Erweiterungen hier im Süden der Stadt, Münchner Straße, Augsburger Straße, wo zum Teil auch schon das betuchtere Eichacher Bürgertum in der Münchner Straße etwas schönere die Häuser hinstellt. Die Villen, würde ich sagen. Ja, da geht es schon wirklich ins Villenartige, besonders natürlich dann hier auch die Beckvilla. Die Beckvilla, das ist jetzt dieses große Gebäude, da wo mein, der Schatten von meinem Zeigefinger hingeht, sieht man es? Ja, sieht man. Das ist die Beckvilla, da wo der König mittags gefrühstückt hat. Und natürlich haben wir auch den Bahnhof mit drauf. Wir haben unsere Grenzen bis zum Bahnhof rausgezogen, weil nämlich der König da angekommen ist mit seinem königlichen Zug gespannt. Und wir haben einen weiteren Bereich mit dabei. Das ist dann dieser Bereich am Rand der unteren Vorstadt. Wir wandern jetzt, fliegen über die ganze Stadt drüber. Hier im Bereich der unteren Vorstadt, es ist die mittlere und die äußere Feldstraße. Das war eine Gegend, in der vor allem die Zuzügler gelebt haben, die weniger Geld verdient haben, einfach Taglöhner, die dann ihr wirtschaftliches Heil in der Stadt gesucht haben. Aber das ist eine ganz spannende Eichacher Gegend. Jetzt geht dann wieder die Präsentation los, das ist nämlich großartig gemacht. In regelmäßigen Abständen beginnt hier die Präsentation zu diesem Stadtmodell. Das ist sehr schnell Kupferstich drüber gelegt, keiner von denen, die wir gezeigt haben. Es gibt natürlich noch andere Kupferstiche. Und dann wird hier erklärt, eben, wie dieses Modell funktioniert. Es wird erst einmal gezeigt, wo wir uns hier befinden, also am Feuerhaus und im Ausstellungsgebäude. Das ist etwa hier, dann war früher das E-Werk. Das untere Tor, das Rathaus. Das obere Tor, dann die Spitalkirche, hier am Stadtplatz, das obere Tor am Süden des Stadtplatzes und am Rand der Altstadt die Stadtpfarrkirche. Und natürlich ganz wichtig für die Infrastruktur, am Westen waren wir ja schon, der Bahnhof. Jetzt wird auf diesem Modell gezeigt, wie sich die Siedlung so entwickelt hat, und wir haben hier dann auch den Blick, Andi, jetzt müsst ihr wieder hier reingehen, auf die älteren Siedlungsteile, die eben nicht im Zentrum sind. Also im Grunde, die Siedlung Eichach besteht ja schon und dann beschließt man, wie entwickeln eine Stadt draus, was brauchen wir? Wir brauchen eine Shopping Mall, wir brauchen einen zentralen Platz. Und da entwickelt man neben dieser bestehenden Siedlung hier am Westen, im Osten davon, eine neu angelegte Hauptstraße. Ja, wann war das ungefähr? Im 13. Jahrhundert. Ah. In dem berühmten 13. Jahrhundert, in dem momentan die Landesausstellung thematisiert. Wir haben auch die untere Vorstadt und dann die obere Vorstadt, beide im Mittelalter schon entstanden. Und was man jetzt dann hier schon rosa sieht, dann auch allmählich, da geht es das Modell relativ schnell für unseren Online-Vortrag. Auch die Entwicklung des 19. Jahrhunderts, als dann die Stadtgräben besiedelt wurden und eben die Bereiche
der oberen und der unteren Vorstadt, über die wir auch schon gesprochen haben. Dieses Modell zeigt natürlich noch weitere wichtige Dinge, wie die Organisationen in der Stadt, also eben das Rathaus als Sitz der bürgerlichen Verwaltung hier an diesem Straßenmarkt. Das Pflegschloss. Das Schloss, an dem eigentlich vom Mittelalter bis in die Gegenwart hinein Recht gesprochen wird. Eben eine dieser typischen Dinge, die im 13. Jahrhundert sich hier manifestieren und bis auf den heutigen Tag den Stadtgrundriss und auch die Funktionen in der Stadt bestimmen. Genau, die Kirchen, Stadtpfarrkirche, Spitalkirche. Dann gibt es natürlich auch den 30-jährigen Krieg, der Eichach sehr stark mitnimmt. Eichach wird mehrfach erobert, auch niedergebrannt. Wir sehen hier, wie die Flammen züngeln. Die Vorstädte waren natürlich sofort immer dem Erdboden gleichgemacht. Und auch als die Stadtbevölkerung dann eigentlich zurückging, hat man das erste Mal die Kernstadt wieder besiedelt. Man sieht hier wunderschön auch den Verlauf der Stadtmauer, der sich um die Stadt zieht. Man sieht jetzt hier drüber gelegt von einem Plan das Grabensystem und dann sogar eine Idee, wie man Eichach ausbauen hätte wollen in der Zeit des 30-jährigen Krieges. Schaut ein bisschen aus wie Ferrara in Oberitalien mit diesem Festungsausbau. Zur Stadtbefestigung gehören natürlich also die Tore. Irgendwo muss man reinkommen. Bis auf den heutigen Tag haben wir in Eichach das obere und das untere Tor und drei der ehemaligen vier Stadttürme, also den Kögelturm. Wir haben dann hier auch den Flunkturm, den es heute eben nicht mehr gibt. Das ist auch das Schöne in unserem Modell. Es hat sich halt von 1914 bis in die Gegenwart hinein einiges verändert. Also wie gesagt, diesen Flunkturm, den hat man 1930 dann abgerissen. Der hat Eichach nach Osten raus in Richtung Schulstraße begrenzt. Christoph, da kam gerade eine Frage rein. Ja. Genau. Was macht man denn mit Stadtteilen, wo man nicht wirklich viele Quellen hat, wie jetzt zum Beispiel? Apropos Quellen, machen wir das noch schnell zu Ende. Eichach wird ja auch von Wasser gespeist und hier nimmt man Quellen von Untergriesbach, Oberwittelsbach und Algertshausen, die Eichach auch mit Frischwasser versorgen. Was man dann auf diesem, dann das noch zum Abschluss, was man auf diesem Modell noch mit darstellen, ist der Königsbesuch von 1914. Also wir sehen hier die Kutsche des Königs, die jetzt rausfährt bei der unteren Vorstadt Richtung Oberwittelsbach. Und wieder dann zurück wieder zurückfährt. Zur TSV-Halle und natürlich zu den Schützen. Genau. Und dann letztlich wieder durch die untere Vorstadt zurück. Über den Stadtplatz, über den unteren und dann den oberen Stadtplatz zur Stadtpfarrkirche und dann natürlich zurück zum Bahnhof. Genau. Ja, jetzt mal zu der Frage. Ganz genau. Wie geht man denn mit Stadtteilen um, wo man nicht wirklich viel Daten hat? Also einer dieser Teile, wo wir wirklich wenig Daten haben, ist jetzt der Bereich um einen Bügel und um einen Strudel rum. Wir würden die natürlich gern so detailliert wie möglich zeigen. Da, wo wir Daten haben, sei es jetzt noch eine fotografische Aufnahme, haben wir die genommen. Genau. Aber es gibt wirklich Häuser, von denen wissen wir zwar vielleicht, dass sie in der Form gestanden sind, aber wie sie aufgeschaut haben? Wissen wir sehr wenig. Was haben wir gemacht? Wir haben sie vereinfacht dargestellt. Wir können uns dann einfach nicht ein genaueres Bild davon machen und deswegen lassen wir manche Gebäude vereinfacht dargestellt. Von anderen Gebäuden haben wir dementsprechend halt sehr viel Material. Das heißt vor allem, sowas wie der Stadtplatz ist detaillierter genau dargestellt. Tut mir leid für alle Leute, die jetzt in anderen Bereichen wohnen. Also es gibt eben Bereiche, die sind detaillierter und andere weniger detailliert. Wir haben uns auch manchmal wirklich schwer, dann, ja, wenn es um sowas geht, wie irgendeinen Holzschuppen, ob es der, wie man, gab es den nicht. Da also ich habe wirklich sehr, sehr geforscht und gesucht. Ich war im Stadtarchiv in Eichach, ich war im Staatsarchiv in München. Also ich habe schon geschaut, dass ich überall was finde und ich habe auch sehr viel gefunden, muss ich dazu sagen. Aber manche Gebäude, die müssen halt dann einfach schematisiert bleiben. Ja, aber ich glaube, man kann hier schon wirklich sehr, sehr gut erkennen, wie Eichach eben im Mittelalter gewachsen ist. Also wirklich hier der Bereich vom Büchel und Strudel, das ist einfach so ein etwas wilder strukturiertes Siedlungsgebilde runter bis hin zur Stadtpfarrkirche und eben dem
Bereich, also herzoglichen, kurfürstlichen, königlichen und eben letztlich sogar staatlichen Verwaltung am Schlossplatz. Und man nimmt ja an, dass hier die Hubmannstraße, die ehemalige Hauptstraße der Stadt, also die Stolpstraße, die ehemalige möglicherweise Verbindungsstraße Augsburg-Regensburg war. Und eben im 13. Jahrhundert, das ist ja genau der Kern dieser Landesausstellung, die Wittelsbacher kommen Ende des 12. Jahrhunderts an die Macht und die brauchen Partner. Und der Adel ist ein unsicherer Partner, die machen sich ihre Partner, wenn es sein muss, auch selber. Das ist das Bürgertum, das sind die Städte. Und die Städte brauchen einen Partner, das ist der Herzog. Das sind zwei, die miteinander einfach müssen. Und der Herzog fördert die Städte. Innerhalb von einem Jahrhundert entsteht in Bayern rund 2 Dutzend städtische Siedlungen. Und in Eichach haben wir genau diesen Fall am Fuß der Burg Wittelsbach, eigentlich im Kernland der Wittelsbacher. Entsteht hier an dieser Wirrensiedlung direkt nebendran eben diese zentrale Straße, dieser Stadtplatz. Und wenn man heute durch Eichach geht, erkennt man so vieles davon wieder. Eben außen an dieser Altstadt ist ja dann der Siedlungsring mit der Mauer. Und die Türme, gell? Da gibt es auch Haufen. Ja, die haben wir ja heute, die sieht man heute eben auch noch. Wenn wir den Türmen entlang folgen, dann sieht man eigentlich genau hier diesen Verlauf, das ist der Verlauf der ehemaligen Stadtmauer. Und da außen geht ein 40 Meter breiter Graben rum, dann kommt ein Wall und dann nochmal so ein breiter Graben. Wir haben etwa 80 Meter Stadt-Wall-Grabensystem und erst vor etwa 200 Jahren hat man das verkauft und dann für Siedlung freigeben. Wir haben hier 1914 schon relativ viel bebaut, aber man sieht immer nur eigentlich diesen Verlauf der ehemaligen Stadtmauer. Und gehen Sie mal heute zu Fuß rund um Eichach und Sie sehen, Sie können genau auf diesem Wall zwischen den beiden Gräben, können Sie einfach rund um Eichach spazieren. So viel, was in diesem 13. Jahrhundert Grund gelegt worden ist. Und nicht mal die Kriege haben es zerstört, sondern... Ja. Ist bis auf den heutigen Tag sichtbar. Und an ihrem Ort verblieben. Ja, aber so richtig sichtbar ist es halt vor allem am besten in der Vogelperspektive, wie wir es hier an so einem Stadtmodell haben. Und deswegen ist es natürlich super, dass wir dieses Stadtmodell in der Ausstellung haben, dass wir dieses Stadtmodell am Stadtplatz bekommen werden. Und ich glaube, das ist jetzt dann schon der Moment, in dem wir ja diesen Vortrag schon bald beendet haben werden. Wenn jetzt noch Fragen kommen, schickt es euch. Ich gehe jetzt schon zusammen mit der Theresa auf die Schlussgerade. Ja, würde ich auch sagen. Also wir freuen uns total, dass es so ein Modell in Kürze, in Bronze an unserer Spitalkirche gibt. Und da eben geht unser ganz großer Dank nochmal dem Gerhard Lehrberger mit. Den Rotariern natürlich. Er hat auch mit ins Boot gebracht, ja, den Lions Club. Haben auch braucht zur Finanzierung. Und auch zur logistischen Unterstützung. Wen haben wir noch dabei gehabt? Natürlich das Haus der Bayerischen Geschichte. Die Stadtsparkasse, Stadtsparkasse Eichach-Schrobenhausen. Und eben die Stadtverwaltung, die immer mit dabei war. Also auch unser Bürgermeister, der Herr Habermann, war immer mit dabei. Er hat gesagt, jawohl, das ist das, was uns auch bleiben wird von der Landesausstellung. Auch die Erinnerung, wie Stadt ausschaut, wie Stadt funktioniert. Und letztlich schließen wir ja sogar mit diesem Jahr 1914 diesen Bogen von der Zeit der Wittelsbacher, von der Stadtgründung und von den Gründerstädten bis hin zum Ende der Wittelsbacher Herrschaftszeit. Also eine typische altbayerische Landstadt. Typischer könnte man es nicht bringen. Ganz genau. Fragen wir noch schnell Stefan, ob es noch Fragen gibt, oder? Nein, der Wolfgang Brandner freut sich aus der Region. Hört es hier? Also, man freut sich auf das Original an der Spitalkirche und drückt uns die Daumen. Und wir verabschieden uns. Genau, wir verabschieden uns. Dann nochmal herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben hier zu diesem Projekt. Hinter der Kamera an die Mathes und der Frank. Noch eine Frage. Kommt das Stadtmodell abschließend ins Stadtmuseum? Dieses Modell? Es gibt Gespräche, ob es einen öffentlichen Ort in... Also die Frage war, ob dieses Stadtmuseum danach Modell kommt.
also dieses nicht bronzegegossene, sondern genau dieses 3D-Druckmodell ins Stadtmuseum kommt. Es gibt Überlegungen und Gespräche, dass es möglicherweise einen öffentlichen Ort in Aichach gibt, wo das Modell möglicherweise sogar mit Präsentation auch in den nächsten Jahren gesehen werden kann. Genau. Dann eben nochmal ganz herzlichen Dank ans Team, an den Gerhard Lehrberger, an alle, die dazu beigetragen haben, dieses Projekt zu unterstützen. Herzliche Grüße Dankeschön. In die weite Welt, unsere ganzen Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Und Kritik nehmen wir natürlich auch entgegen, wenn es sein muss. Genau. Habt einen schönen Abend. Genau, einen schönen Abend. Und wir verabschieden uns hier live aus der Bayerischen Landesausstellung 2020. Also, dann gehen wir jetzt doch getrennt raus und dann trinken wir noch ja. Ciao.